Der Pastor Irani ist ein Pastor, der wie Nadachani auch, der erste, für den wir demonstriert haben, vom muslimischen Glauben übergetreten ist in den christlichen Glauben, dafür ins Gefängnis gekommen ist, dafür mit der Todesstrafe bedroht wird. Ob sie vollzogen wird, das ist auch eine Frage, die wir hier immer wieder stellen müssen. Er ist anders als Nadachani gequält worden. Es ist zu auch ganz harten menschlichen Auseinandersetzungen gekommen, in denen er nicht nur psychisch bedroht wurde, sondern tatsächlich auch körperlich sehr stark verletzt wurde. Also ein Schritt weiter eigentlich als Nadachani. Und deswegen müssen wir auch hier ganz besonders deutlich sagen, so nicht. Das geht nicht. Worden, er ist inhaftiert worden, dann aus politischen Gründen wieder freigelassen worden, offensichtlich jetzt wieder inhaftiert worden. So zermürbt man Menschen, so macht man Menschen kaputt. Und das hat kein Mensch verdient, auch kein Christ. Wir fordern den Iran auf, die Menschenrechtskonvention einzuhalten, die sie selber mit unterschrieben haben. Wir sind heute hier zusammengekommen für die Freiheit von Pastor Irani, der im Iran im Gefängnis sitzt, weil er zum Christentum konvertiert ist und als Pastor dort gearbeitet hat. Und er befindet sich im Moment im Gefängnis. Ihm geht es gesundheitlich sehr schlecht. Er bekommt auch keine medizinische Hilfe. Und ja, wir machen uns ziemlich große Sorgen um ihn. Wir hoffen auf alle Fälle, dass er freikommt, dass er medizinisch versorgt wird und ja, dass er in Sicherheit kommt. Ja, also, komm,